Heinrich Schliemann, Teil 2, sein Werk Die frühe Archäologie, Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Hallo, liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen. Ich stelle mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die alphabetische Übersicht. Dieser zweite Teil des Kapitels stellt das Werk von Heinrich Schliemann vor, die Anfänge der modernen Archäologie. Ich verweise auf den ersten Teil mit seiner Biografie. Heinrich Schliemann, nun zu seinem Werk und dessen Wirkung. Zwei englische Reisende und zuletzt Frank Calvert hatten bereits die Vermutung, dass unter dem Hügel Hisarlik in der Troas, hier eine Zeichnung von Schliemanns eigener Hand, die antike Stadt und Burg Troja, auch Ilion genannt, liegen könnte. Zunächst ein kleiner Exkurs. Frank Calvert, 1828 bis 1908 hier im Bild, war ein ruhiger, besonnener englischer Auswanderer und diplomatischer Beamter, sowie ein interessierter Amateurarchäologe. Die östliche Hälfte des Hisarlik-Hügels hatte sein Bruder erworben. Calvert begann erste Grabungen ohne wesentliche Ergebnisse und blieb unsicher. Es gab früher einzelne, scharfe englische kritische Stimmen gegen Schliemanns Anspruch der Entdeckung von Homers Troja. Heinrich Schliemann bezog sich schriftlich, aber ausdrücklich auf Frank Calvert als Hinweisgeber für den Hügel Hisarlik. Die aufwendige Grabungsarbeit war ohnehin das Werk von Schliemann. Heinrich Schliemann nahm die lyrische Dichtung Ilias von Homer wegen der teilweise sehr detaillierten Angaben wörtlich und verdichtete die Vermutung zur Hypothese. Er war der festen Überzeugung, dass die fantasievolle, mythische Erzählung einen historischen Kern wiedergibt. Schliemann lokalisierte die Stadt am richtigen Ort, allerdings in der falschen Schicht. Heinrich Schliemann ließ ab 1871 einen 40 Meter breiten und über 15 Meter tiefen Suchgraben, hier im Bild der heutige Zustand mit Blick bis zum Meer an den Dardanellen, einen solchen Suchgraben mitten durch den Burghügel treiben. Dabei wurden darüber liegende Siedlungsschichten zerstört, aber der Graben gelangte bis auf den anstehenden Felsen mit der Siedlung Troja I. Heinrich Schliemann wurde in der Folgezeit und an anderen Grabungsorten vorsichtiger, besonders unter dem Einfluss Wilhelm Dörpfels. Hier ist ein Querschnitt durch den Hügel Hisarlik zu sehen mit insgesamt 9 Siedlungsschichten und der gegenwärtigen Oberfläche, sowie angedeutet die Stadtmauern von 3 Zeitaltern. Die erste Besiedlung aus der Bronzezeit, Troja I, wird um 3000 vor Christus datiert und wurde durch Feuer zerstört. Aus Troja II, etwa 2550 bis 2200 vor Christus, stammen die meisten Goldfunde, so auch der Schatz des Priamos. Troja III bis Troja V, 2200 bis 1700 vor Christus, zeigen feste Steinhäuser mit dichter Besiedlung und keinen Kulturbruch. Die Stadt Troja VI besaß die stärksten Mauern und die tiefsten Gräben, Troja VI bis Troja VII etwa 1700 bis 1300 vor Christus. Das Troja VII b der frühen Eisenzeit, ab 1300 bis etwa 1000 vor Christus, ist die homerische Stadt mit schlechtem Erhaltungszustand. Die Bevölkerung bestand vermutlich aus Äoliern, einem griechischen Stamm, der ursprünglich in Thessalien siedelte. Hier ist ein Blick auf die Oberfläche der Grabungsstätte am sogenannten Palasthügel. Mit Troja 8 beginnt die archaische, die griechische Zeit. Später kam die Stadt Troja 9 unter römische Herrschaft, wurde aber auch von diesen verehrt als Heimat des Aeneas. Dieser sogenannte letzte Trojaner
gilt als der mythische Stadtgründer Roms. Die Siedlung wurde in der Spätantike von Erdbeben geschüttelt und verlor zunehmend an Bedeutung. Troja 10 war ein byzantinischer Bischofssitz und bis ins frühe Mittelalter besiedelt. Schließlich standen nur noch römische Ruinen. Heinrich Schliemann fand 1873 in der bronzezeitlichen Stadt, den von ihm sogenannten Schatz des Priamos mit 8000 wertvollen Gegenständen. Dieser bedeutende Gold- und Silberfund ist also sogar 1000 Jahre älter als das Troja Homers. Der Trojanische Krieg wird von der Forschung überwiegend auf das 13. Jahrhundert vor Christus datiert. Es soll nicht verschwiegen werden, dass eine Minderheit von Archäologen auch heute noch Zweifel sowohl an der historischen Realität des Trojanischen Krieges als auch an der Identität von Troja mit der real gefundenen, bedeutenden und umkämpften Siedlung auf dem Hisarlik-Hügel hat. Die Mehrheit der Fachmeinungen befürwortet aber beides. 1874 publizierte Heinrich Schliemann in Leipzig das Ergebnis der Grabungen, hier im Bild, erstmals in der Geschichte der Archäologie auch mit vielen Fotos. So sieht es heute aus. Die ausgegrabenen Mauern der besonders stark befestigten Burg Troja 6. Und daraus können dann die Archäologen in aufwendiger Arbeit das Aussehen von Städten und Burgen rekonstruieren, wie hier Troja 6. Noch ein Wort zu Mykene. In Mykene auf dem Peloponnes folgte Heinrich Schliemann erneut wortgenau den Angaben Homers und fand in den Jahren 1874 bis 1876 beeindruckende Fürstengräber. Schliemann nahm an, dass eines davon die Grablege des Agamemnon, des Oberkommandierenden der Griechen, gewesen sei. Das ist nicht ausgeschlossen, aber bisher nicht bewiesen. Am Anfang seiner Ausgrabungen wurde Schliemanns grobes Vorgehen in Troja kritisiert. Besonders englische Archäologen werfen ihm die Zerstörung jüngerer Schichten vor. Andere, wie der bekannte amerikanische Archäologe Professor Carl William Bligen, nehmen ihn in Schutz und loben seine Feldarbeit als die beste zu der damaligen Zeit. Zur Erläuterung: Es gab keine Vorbilder, auf die er sich stützen konnte. Vor ihm wurde ein Grabungsareal nicht wissenschaftlich bearbeitet und dokumentiert, sondern es wurden schatzsucherartig wertvolle Einzelobjekte entnommen. Heinrich Schliemann musste die Methodik der Ausgrabungen also erst entwickeln. Heinrich Schliemann lernte aus seinen Fehlern und zusammen mit Wilhelm Dörpfeld, hier links im Bild in Mykene, entwickelte er Grundlagen der modernen Feldarchäologie, die bis heute gelten, mit erstens Sondierungen und Suchgräben mit Grabung bis auf den anstehenden Boden, zweitens mit Beachtung der Stratigraphie der Schichtenfolge und drittens der Suche nach der Leitkeramik für die einzelnen Schichten. Heinrich Schliemann führte die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Archäologie mit anderen Wissenschaften ein, zum Beispiel mit der Anthropologie, mit der Paläontologie, der Topographie und der Chemie. Durch seine Publikationen weckte Schliemann in der breiten Öffentlichkeit ein Interesse an der wissenschaftlichen Archäologie. Von Rudolf Virchow stammt der Satz: Noch heute würde die gebrannte Stadt in der Verborgenheit der Erde ruhen, wenn nicht seine Fantasie den Spaten geführt hätte. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf den ersten Teil mit der Biografie von Heinrich Schliemann und auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Forschergeist und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Heinrich Schliemann,
unbeirrt und fantasievoll waren und unsere Welt mit Träumen erfüllt haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Wenn Ihnen die Vorträge gefallen, dann klicken Sie gerne auf den Button Abonnement. Sie werden damit automatisch über Neuerscheinungen informiert.